Injustice. Gods Among Us. Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Projekt. Injustice. Götter unter uns. Der Vorgänger von Mortal Kombat X. Das wir ja auch auf dem Kanal hatten. Ich sag gerne, Injustice ist sowas wie eine kleine Demo zu Mortal Kombat X, weil viele der Spielmechaniken aus dem neuesten Mortal Kombat hier zum ersten Mal, soweit ich weiß, falls ich etwas falsch sage, entschuldige ich mich, viele Spielmechaniken wurden hier zum ersten Mal ausprobiert. So, genau wie bei Mortal Kombat X werden wir hier nur den Story-Modus spielen, also keine Online-Runden oder sowas, außer natürlich ihr wollt es. Geplant ist jedenfalls im Moment nur der Story-Modus. Und der ist episch. Ich meine, Superman haut Batman auf die Fresse, Catwoman peitscht Wonder Woman aus, The Flash wird von Frost aufs Eis gelegt und wir haben ein kostenloses Charakterdesign. Oh, schön. Aber ich habe kein Warner Brothers Konto, also tut mir leid. So. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen mal gucken. Genug gelabert, legen wir los. Yay. Nein, das Tutorial möchte ich nicht erlernen. Ich glaube, ich kann's. Und wenn nicht, naja, wir werden es sehen. Learning by doing. Und wie kann man besser lernen, als wenn man von Batman verprügelt wird? Story. Ich würde das gerne vorlesen, aber ich kann es nicht übersetzen. Ich bin ganz ehrlich und ich bin auch nicht so ein DC-Comic-Fan, dass ich das Zitat irgendwie kenne. Ich entschuldige mich dafür. Jetzt, wo ich das ganze Schutt und naja, alles kaputte da sehe. Mir fällt gerade ein, wir haben schon lange nichts mehr auf der Xbox 360 aufgenommen. Das erste Projekt seit langem. Ja. Naja. Metropolis destroyed. Millions death. Oh mein Gott. Oh, und sie rennen alle in Zeitlupe. Oh Gott. Nein. Nein. Was ist, wenn einer davon aufs Klo muss? Und der Stuhlgang nicht in Zeitlupe. Oh mein Gott. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Das ist eine richtige Joker-Lache. So, und jetzt halte ich die Fresse. Die Atombombe. Woher hast du die? Was, du willst eine? Nachmacher. Geh weg von ihm! Ich erledige das. Du hast mich betäubt, hast mich... Los. Erst Krypton, jetzt Metropolis. Leute, die dir nahestehen, explodieren wohl gerne mal, was? Superman nicht! Deshalb mag ich dich, Superman. Du bist viel leichtgläubiger als... Du kannst eine Familie haben. Dieses Gefängnis wird mich magisch verändern. Und ihnen wird es gut gehen. So stark und so dumm.
Mach dich auf den Weg, damit ich ausbrechen kann. Ich muss Pläne schmieden, um das hier zu toppen. Es reicht. Ich weiß, es ist etwas früh, aber kannst du jemals wieder lieben? Bring deine nächste Familie einfach mal nicht um. Oh, das klang nach einem harten Einlauf. Na gut, wem es Spaß macht. Aquaman, bringen wir es zu Ende. Ich muss zum Wachturm. Bevor Luther uns Stein. Doomsday. Sollte eigentlich ein gemeinsamer Angriff werden. Clark vergisst manchmal, dass er nicht alles allein schaffen kann. Die heutige Abendunterhaltung, Raven. Supermans Scheitern. Ich verabscheue Gewalt, Luthor. Aber dich mag ich noch weniger. Ich hab gedacht, du hättest da schon aufgeräumt. Ich bin Cyborg, kein Zauberer. Nightwing ruft Batman, hörst du mich? Wir brauchen hier deine Hilfe. Nachdem ich Arkham überprüft habe, ich muss sicher sein, dass Luthor ihn nicht rausgeholt hat. Er schafft das, wir sind hier auf verlorene Post. Bin gleich da, Dick. Wir haben ihn immer im Auge behalten, Batman, wie du wolltest. Er hat sich seit Stunden nicht bewegt. Was zum Teufel, was ist das? Wie hat der Joker das gemacht? Er war es nicht. Die echte Falle ist hinter uns. Du bist so schlau. Du bist jetzt Luthors Schoßhündchen, Deathstroke? Er zahlt gutes Geld. Und als Bonus darf ich Batman töten. Ach, Deathstroke, das ist einfach der geilste. So, Leute. Ein bisschen anders als bei Mortal Kombat X werde ich es so machen, dass ich während den Zwischensequenzen nichts sage. Aber, ja, während dem Kampf werde ich ein bisschen kommentieren. Das habt ihr euch ja beim letzten Mal gewünscht, dass ich das ein bisschen mehr mache, dieser verdammte Bastard. So, zack, Moment. Zack, zack, Gesicht. Verdammt, zack, bleib mal stehen. Zack, zack, Gesicht. Batmans Geheimtechnik. So. Injustice hatte so ein richtig geiles Feature. Das versuche ich momentan euch zu zeigen. Komm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Nein, sowas nicht. Na, das ist auch nicht. Oh.
Verdammt, wie hat das nochmal funktioniert? Ich weiß es nicht mehr. Ah! Okay, das war die Special-Fähigkeit. Batman tötet niemanden. Er sprengt sie nur in die Luft und überfährt sie. Aber das war auch nicht das, was ich euch zeigen wollte. Tut mir leid, Deathstroke. Du kriegst keinen Bonus. Batman an Wachturm. Komm. Nightwing. Green Arrow, was war das? Das Grollen der Götter, Flash. Das Grollen der Götter. Was bedeutet das für uns? Die, die die Sauerei wegmachen müssen. So, wenn das dann alle Störungen waren. Ich habe fast 2 Minuten gebraucht, um deine Verschlüsselung zu knacken. Sehr gut. Bane. Darauf habe ich lange gewartet. Jetzt mache ich dich fertig. Ah, naja, gut, die Stimme ist immer noch besser als... Naja, ihr wisst schon. Die Stimme, die man nicht nennen darf. Oh, oh. Nein, nein, nein! Haha. Oh, komm her, komm her. Wer ist denn das da? Der Grünling. Wer ist das? Wieso guckt er mich an? Hör auf zu lachen. Oh Gott. Okay, es wird Zeit, dass ich ernst mache. Batman verliert auch nicht gegen Bane. Oh, Moment. Ja. Oh, verdammt. Oh Gott. Okay. Verdammt. Oh Mann. Komm schon. Aus irgendeinem Grund muss er ja die Multimilliarden-Dollar-Ausrüstung rumfliegen. Übrigens, was hier sehr schön ist, je nachdem, was für eine Charakterklasse ich habe. Weil jetzt habe ich zum Beispiel einen leichten Charakter. Bane ist ein schwerer Charakter. Kann man die Umgebung völlig anders nutzen. Bane würde zum Beispiel da hinten die Kugel nicht holen für einen Sprung, der würde sie werfen. Komm schon. Du willst mich doch immer zerbrechen, dann zerbrich mich doch. Ja, so viel dazu. Bane, Catwoman, Grundy. Du bist ganz allein, Luthor. Das ist nun mal bei Genies so. Psychopathen wie du. Ihr Heldentypen seid doch alle gleich. Von nahem noch langweiliger. Du strapazierst meine Geduld. Ach, das war auch immer lustig. Du wirst jetzt mit Spielzeug? Komm schon! Das macht das. Das macht nicht das Spiel, sondern den Kampf ein bisschen leichter. Sei verflucht! Hehe, komm her!
Oh. Es ist an der Zeit, dich Demut zu lehren. Ja, okay, da hilft nur noch Sack, Sack, Gesicht. Ah, verdammt, Sack. Nein. Wie kann ich nochmal Batarangs werfen? Ah ja. Hihi. Au. Okay. Und tschüss. Hihi. Oh oh. Ach, Mann, Lexi. Das wird oh, Mann. Dir weiterhelfen. Du schwitzt. Bestes Kommentar ever. Du schwitzt. Kannst noch ein bisschen näher? Ja, geil. Geht auch. Ja, dann brenne eben. Du schwitzt. Ganz allein, Luthor. Oh. Superman, Meldung machen. Erledigt. Die anderen räumen auf. Ich nehme Doomsday mit in die Tiefen des Alls. Aber bitte sehr tief. Was ist das? Das ist der Geht-Dich-Gar-Nichts-An-Alarm. Radiologisch, Metropolis. Ich sehe schon die Schlagzeile. Liga der Gerechten scheitert. Clown tötet Millionen. Du hast ihm eine Atombombe gegeben? Die meisten Mitglieder der Liga sind tot. Supermans geliebte Stadt ist zerstört. Ich tröste die Massen, indem ich sie neu errichte. Nach meinen Vorstellungen... Er war fertig. Batman hier, Alarmstufe rot. Alle zu diesen Koordinaten, sofort. Der Glatzkopf sagte, denk daran. Ja, das war's. Mr. J, es funktioniert. Oh-oh. Zurück zum Van, Harley. Bats und ich müssen reden. Aber süßer. Verschwinde. Niemand dreckiger Rad am Wagen. Bastard. Batman, mein Coeur de Coeur, mein Pomme de Frites. Ich wusste, dass dieser Deathstroke-Affe dich nicht töten kann. Nicht gut für dich. Warum so nervös? Das ist doch nur Standby. Um diesen Knopf solltest du dir Sorgen machen. Da sind sie. Er soll weiterreden, Bruce. Harry, warte nicht auf uns. Los! Du drückst den Knopf und 8 Millionen sterben. 8 Millionen und 2, mein Lieber. Ich wollte das Feuerwerk aus sicherer Entfernung genießen. Aber wenn du schon mal hier bist, lass uns noch einmal tanzen. Was zum Teufel ist mit dem Ding los? Das ist alles deine Schuld. Metropolis, aber... Vielleicht war ich vorhin zu sentimental. Ich komme ohne dich klar. Komm schon. Au. Okay. Ah, der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Oh.
Ja. Komm schon! Glücklicherweise habe ich immer mein Batmobil dabei. Batste. Oh, das war wirklich ganz knapp. Guckt euch mal mein Lebensenergie an. Ich schlage dich aus Liebe. Das kenne ich doch irgendwoher. Ah, verdammt. Lächle. Tu ich doch. Ich finde den Angriff vom Joker einfach zu geil. Ja. Komm schon. Nein. Hallo. Puh. Oh Mann. Oh Mann. Das war knapp. Bleib bloß unten. Aber irgendwas stimmt doch nicht. Das ist doch nicht mehr Metropolis. Was ist hier passiert? Und sei still. Oha. Fledermausohr? Das nehme ich persönlich. Wie lustig. Nein, das ist einfach eine andere Welt. Tja, und was das für eine Welt ist und wie es dort aussieht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie Batman ja, den Schurken eins aufs Maul gibt. Ich meine, das ist immer cool. Wer weiß, wen wir in der nächsten Folge spielen. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.